Hi ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir. Ja, lasst euch durchs Essen nicht verunsichern. Das ist ein extra Food Haul, den zeige ich euch dann auch noch. Wir haben im Moment 5 vor 8 und die meisten schlafen noch, außer ich bin schon seit um 4:30 wach. Und ich habe mir gedacht, da ich gestern in DM und im Lidl war, mache ich einen kurzen DM-Haul für euch. In den Rossmann muss ich auch noch. Und zwar habe ich ein paar Sachen im DM gekauft. Ja, nicht viel, aber doch ein bisschen was. Und das würde ich euch jetzt gerne zeigen. So, ich würde sagen, wir legen einfach mal los, damit ich die Sachen auch wegräumen kann. Ich habe die jetzt hier vor mir auf dem Tisch. Und Vorsicht, es wird schlüpfrig. Ja. Also, als erstes würde ich sagen, zeige ich mal das, warum ihr eingeschaltet habt. Und zwar habe ich von Jessa Ultrabinden normal mit Flügel gekauft. Das ist ein Pack mit 32 Stück. 44 Euro habe ich ausgegeben, den Zettel habe ich aber jetzt leider nicht hier. Ja, kennt man. Dann habe ich Jessa Lang für die Nacht gekauft. Und dann habe ich Jessa Ultrabinden mit Flügel gekauft. Und dann habe ich Jessa Slip-Einlagen gekauft. Ja, und ich nehme keine Always oder Karl, weiß was der Geier. Für ein bisschen die billigen führen gut genug. Und ich muss sagen, ich schäme mich auch nicht, das in die Kamera zu halten. Weil ich denke, das ist so normal wie Globerbier, so normal wie das Wasser, das aus dem Hahn kommt. Und da wir mittlerweile 3 Mädels im Haushalt haben, ja, soll aber jetzt nicht heißen, dass der Hund Slip-Einlagen trägt oder Binden, aber ne? Wisst ihr ja, das Töchterlein ist auch mittlerweile in dem Alter, wo sie das braucht, von daher muss man immer ein bisschen mehr davon da haben. So, dann würde ich sagen, zeige ich euch das, was auch noch viel mitgekommen ist. Das habe ich jetzt schon in die Box gemacht. Und zwar ist das einmal mit Huhn, Hundetrainingssnack. Das ist, wenn ich jetzt mit Luna endlich in die Hundeschule gehe. Das sind so ganz kleine Knochen. Und die sind für ihre Zähne noch am besten. Dann habe ich ihr vom Pedigree solche Kaustangen mit, echte Rinderhaut mit Calcium. Das ist eigentlich nur, damit sie Beschäftigung hat und was zum Kauen. Dann habe ich ihr von Dein Bestes für kleine Hunde sanfte Belohnung mit Rind, Huhn und Lamm. Das sind so 3 verschiedene hier mitgenommen. Einmal von Adventurus Nuggets mit Wildschwein. Die riechen echt gut, muss ich sagen. Und einmal von Cäsar Mini Choice mit Käse und Rind. Ja, sofort lecker. Das sind auch solche fürs Training. So. Ihr seht, viel für den Hund. Ja, genau. Dann habe ich einmal wieder, im Übrigen, ihr braucht jetzt nicht irgendwelche High-End-Sachen oder Schminke oder was weiß ich was zu erwarten, weil ich kaufe mir das, was im Schrank leer ist, was ich wirklich brauche. Ich habe mir einmal wieder Allzweckreiniger mit, weil gerade mit Hund ist mehr am Wischen wie vorher. Und wenn dann alle von draußen, wir wohnen ja auf dem Land, reinkommen und gerade bei Regenwetter, ja. Der riecht jetzt ganz gut, das ist mit Limettenzauber. Ich hatte vorher den blauen, ja, es gab nur den billigen in blau und gelb. So, dann habe ich mir mit diese Dontodent Black Shine, diese schwarze Zahncreme, die wollte ich einfach mal ausprobieren, just for fun. Und ich wollte noch ein paar von den Black Sachen mitnehmen, aber ich habe keine gefunden. Deswegen muss ich jetzt heute noch meinen Rossmann gucken. Ja. Dann habe ich für meinen Mann wieder, wie immer, Pantene mitgenommen. Und wie immer für uns alle, für saubere Klöchen.
Wieder von WC Frisch, blau, kraftaktiv, Reinigung und blaues Wasser. Ja. Kennt ihr ja schon von mir. Und dann habe ich noch mitgenommen einmal die neuen von Wahre Schätze. Und zwar mit Kokosöl, Kakaopuder, regenerierende Schaumtür gesehen. Ich wurde leider unterbrochen. Genau, wir waren bei dem hier. Das habe ich mir mitgenommen, weil ihr wisst ja, ich stehe auf Kokos. Und das habe ich gesehen und das musste ich natürlich ausprobieren. Ich glaube aber fast, dass ich das, was ich eigentlich gesucht habe, nicht mitgenommen habe. Ja, das habe ich auf alle Fälle mit. Und dann gab es das auch noch in Weiß mit Kokosmilch und Macadamia. Das ist mit Kakaopuder, das ist mit Macadamia. Boah, Leute, das riecht so traumhaft. Und da habe ich mir natürlich die Spülung mitgenommen, die Spülung. Ja. Und dann habe ich mir noch einmal mit Kokoswasser und Aloe Vera, auch von Garnier. Kokos, ja, da habe ich schon gewonnen. Ja, dann habe ich einfach mal bei den Masken zugeschlagen. Einmal diese Tuchmaske, limitierte Edition mit diesem Faultier drauf, fand ich ganz witzig. Und ich finde ja Tuchmasken an sich ganz gut. Born to be lazy, spendet erfrischende Feuchtigkeit. Dann habe ich mir die hier mit. Fancy Pomegrande, spendet Feuchtigkeit mit Granatapfel. Dann Cool Melon mit Wassermelonenextrakt. Für die nochmal. Ne? Und einmal Sweet Mango mit Mangoextrakt. Ich habe irgendwie, gibt es doch solche mit, wie gibt es die Namen, Rossmann? Ich wusste Rossmann. Und dann gab es die noch in zuckersüß und kleine reparierende Maske mit Hyaluron und Grüntee extra. Guckt euch mal das an, ist die nicht süß? Ja, das gab's. Und einmal mit Hyaluron und Avocadoöl, die hier. Einmal straffende Maske mit Wildrosenextrakt, hallo Bianca. Und einmal reinigende Maske mit Hyaluron und Algenextrakt. Ich fand die so süß. Die sind doch echt, müsst ihr doch zugeben, richtig schnittig. Und dann habe ich mir noch was mitgenommen, weil ich das einfach gesehen habe. Das war einfach so da gehangen. Wie kann das nur? Und zwar von Labello, die Lip Butter mit Coconut. Ich glaube, ich habe so einen schon. Aber das ist Coconut Dream. Ja. Der musste mit. Und dann habe ich was gesehen, das hat mich einfach angelacht, weil ich das so goldig fand. Kratzfrei und nimmt keine Gerüche an. Extrem weich und saugstark. Scrub Mummy. Der Original Scrub Daddy. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. War das nicht mal in der Höhle der Löwen oder in diesem englischen, amerikanischen davon? Ich bin einzigartig. Natürlich. Meine Rosresofom Seite ist mit dem exklusiven Flex Texture Schaum verbunden. Ich bin weich im warmen Wasser und hart im kalten. Oh, Leute, habt ihr gehört? Und wie immer bin ich kratzfrei und nehme keine Gerüche an. Und das ist der Süße hier, guckt mal, der ist so drollig. Und der ist in Lila, den gab es noch in Pink, aber ich fand den in Lila ganz lustig. Ja, und da ich eh so einen neuen Schwamm brauche für so einen Pfannenkratzer, sagt man bei uns, habe ich mir den mit. Und der ist, hier kann ich überall helfen. Haushalt, Küche, Außenbereich, Badezimmer. Ja. Perfekt für die Mutti, ne? Und zwei Seiten Schwamm und Schrubber. Ich bin echt gespannt, der ist so drollig. Den bin ich so goldig. Ja. Den habe ich mir mit. Ja, ihr Lieben, das war mein DM-Haul. Wenn der DM-Haul nicht so groß ist, dann mache ich noch den Rossmann-Haul dazu, falls ich im Rossmann was kaufen sollte. Wenn nicht, beende ich hier das Video und würde sagen, wenn ihr Lust habt, Däumchen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Ansonsten hänge ich den Rossmann-Haul einfach hinten dran, werdet ihr ja dann sehen. Aber so viel mehr werde ich im Rossmann nicht kaufen. Ich wollte mich mal noch umgucken nach den neuen Masken. Und ich brauche noch Spülmittel. Wollt mal gucken, was sie an neuen Weichspülern haben. Und
eventuell wegen meinen Produkttests, aber irgendwie sind die abhanden bekommen. Ja, Luna ist übrigens auch hier. Genau. Also wie gesagt, wenn es nicht so lange ist, hänge ich es hinten dran. Ansonsten seht ihr den natürlich extra. Tschüss ihr Lieben. So ihr Lieben, ich zeige euch noch kurz, was ich im Rossmann mitgenommen habe. Ihr seht, es ist nicht viel. Ich habe es jetzt gesehen, es reicht. Ich zeige es euch noch kurz. Und zwar einmal diesen Weichspüler. Und zwar wegen dem hier Domol Weichspüler, also Colada. Ja, limitierte Edition, ist mir egal. Das riecht absolut weder nach Kokos noch nach Ananas. Definitiv. Also keine Ahnung, was da drinnen sein soll. Ich finde, es riecht ein bisschen zu süß und zu künstlich. Aber ich bin mal in der Wäsche gespannt. Dann habe ich von Isana dieses Eukalyptus-Kräuterbad mit Eukalyptusöl für alle Hauttypen. Das riecht ganz gut, weil Selina ist erkältet und die muss jetzt mal ein Kräuterbad machen. Ja. Dann habe ich mit von Domol dieses Spülmittel Maracuja Passion 500 ml. Das sieht ganz schön aus. Da muss ich jetzt auch mal dran riechen. Oh ja, Leute, das riecht echt toll. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich das als nächstes benutzen kann. So, dann habe ich ganz unspektakulär Alouette, Jolie Alouette, Taschentücher mit. Einmal wieder Domol Geschirrreiniger-Tabs. Dann habe ich von Frosch mal diesen Himbeeressig Antikalk mitgenommen. Den bin ich jetzt mal gespannt. Da werde ich jetzt mal das Bad und das Gäste-WC putzen gehen, eine Runde. Ja, dann habe ich mir hier dieses Body Gelee mit von Isana. Da werde ich jetzt auch mal kurz einen Blick reinwerfen. Das riecht echt klasse. Man riecht es auch schon durch die Folie durch. Das ist spendet Feuchtigkeit. Da bin ich mal gespannt. Das habe ich mir gekauft. Dann bin ich hier an so einem Aufsteller vorbeigegangen. Ich dachte erst, es ist irgendwas zu trinken oder sowas. Und dann habe ich das hier gefunden. Das ist Tahiti, nennt sich das. Neu, Dusche. Das ist mit Kokos und das riecht echt total klasse. Da gibt es verschiedene Sorten. Und das Kokos habe ich natürlich ja, angesprochen, deswegen musste ich das mitnehmen. Dann habe ich zweimal diesen Badeszusatz hier mit, deine Herzenszeit mit Babassua oder so irgendwas, Öl und Urea mit Beerenduft, natürlich musste mit. Duftprobe hier riechen. Oh ja. Dann habe ich einmal diese Aktivkohle, Maske mit, die wollte ich ja mal ausprobieren, habe ich euch ja gesagt. Luna! Und ich habe mir von den neuen Masken die zwei hier mit. Einmal den Tiger und einmal die Katze. Hund gab es leider nicht, nur den Tiger und die Katze. Den Panda und den Frosch gab es gar nicht bei uns im Rossmann, aber ist auch nicht schade, weil ich wollte eh nur die zwei. Bin ich gespannt, jetzt bin ich wieder mit Masken ausgestattet. Ja, das war mein kleiner, aber feiner Rossmann-Haul. Und den Schluss vom DM-Haul, die Verabschiedung, lege ich euch einfach hinten dran an das hier.